Sir Graham, König Graham, wir haben eine gewichtige Angelegenheit, um die ihr euch kümmern müsst. Ich bin ganz Ohr. Fahrt fort. Nun ja, die neuen Uniformen sind da und laut Addendum 90210 entscheidet alleinig ihr die Kleiderfrage. Was ist euch lieber? Scharlachsonne oder purpurne Pracht? Oje, jetzt geht's hier gleich los. Ja, und somit sage ich hey ho und herzlich willkommen zum Kapitel 2 von King's Quest. Und wir müssen uns hier entscheiden, purpurne Pracht oder Scharlachsonne. Purpurne Pracht oder Scharlachsonne. Ich weiß es nicht, ich nehme die Scharlachsonne. Scharlachsonne, der sonnenklare Favorit. Die andere Uniform ist einfach nicht das Richtige. Brillante Wahl, Euer Majestät. Siehst du Nummer 2? Oh. Nächster Punkt. Wie möchtet ihr mit Daventry Dekret 867530 verfahren? 867530? Eure Fußmassage. Wie soll damit verfahren werden? Sanft. Oder Druckpunkte. Richtig zu lang ist doof. Wir machen mal sanft. Gehen wir es lieber sanft an. Man soll schließlich nicht auf zu großem Fuß leben. Allerliebst. Eure Entscheidungen formen das Königreich schon zum Besseren. Yeah. Das ist eindeutig besser. Sire, wir haben alle gestohlenen Betten. Allerdings werden vermehrt Kobolde gesichtet. Oho, die Horde scheint im Nordwesten aufzutauchen. Wie sollen wir vorgehen? Wir legen mal Fallen. Da richten wir Fallen rund um die Schlossgrenze und locken sie rein. Ein heimlicher Angriff. Exzellente Strategie, Sire. Ich kümmere mich darum. Nun denn, was denkt ihr über Proklamation 741? Was ist Proklamation? Wie ist der Druck, Euer Majestät? Gilt es jetzt für die Fußmassage oder für die Proklamation? Ganz wundervoll. Ihr habt ihn gehört, Gardisten. Proklamation 741 ist durch. Mittwoch ist jetzt offiziell Gegenteiltag. Wie? Was? Das gefällt mir gar nicht. Sire, Kyle und Larry wollen wissen, ob sie ihre Disco-Nacht im Thronsaal veranstalten können. Miss Madeline und ihr Hofstaat wünschen eine Audienz bei euch. Ich muss... Wer soll sich zuerst um die Kobolde kümmern? Kann ich eure Krone tragen? Nein. Machen wir mal das. Nein. Acorn und nein. Gegenteiltag! Ja heißt nein und nein heißt ja. Ja, super. Na, da habe ich mir ja was eingebrockt. Welche Farbe gefiel euch gleich? Ach du Scheiße, jetzt muss ich aufpassen. Welches Addendum kommt als nächstes dran? Das ist doch eigentlich scheißegal, was ich sage, oder? Unsere Kobold-Strategie scheint nicht aufzugehen. Ich denke, feiern wir dieses Jahr den Eiscreme zum Frühstücktag? Ja, aber Schokochips. Ich habe ein Problem mit dem Abendessen. Wollt ihr umbestellen? Die Trolle wollen, dass auch die königlichen Rösser Socken tragen. Was ist denn hier los? Es reicht! Raus! Alle! Ich brauche einen Moment. Keine Ahnung, was er hat. Das Problem ist, er ist nicht König Edward. Hier drinnen sind nicht mal Bienen. Verzeihung. Ich brauche nur frische Luft. Aber Sire, es regnet in Strömen. Schon gut. Ich besuche nur kurz Wenty. Sein Cremekuchen beruhigt mich immer. Wie ihr wünscht, Euer Majestät. Ja, so, also das war ja gleich direkt mal ein schöner Schock. Was ist denn hier los? Irgendwo musste ja gespart werden. Wir haben ein Loch in der Decke. Na, sowas. Danke für die Einstellung, Sire. Ich bin mit Stolz euer Gardist Nummer 3. Ja. Rüstung war nie mein Ding.
Ich wünschte, ich hätte ihn gerettet. Ich ging immer wieder meine Wahlmöglichkeiten durch, doch es lief stets auf dasselbe hinaus. Armer Chaka. Was war denn da gerade im Burggraben? Okay. Wir gehen mal ein bisschen spazieren. Oh, da ist ein Horn. Ja, das werden wir auch brauchen. Sieht aus, als wäre Pilar heute wieder krank. König Gänselein! Hey, Alfie. Hey, ha, ja, alles ist toll. Oh, du siehst recht ungeschützt aus. Hier. Alfie will nicht, dass dein neuer glänzender Hut rostet. Danke, Alfie. Eine Pause tut gut. Addenda absegnen ist nicht gerade das Abenteuer, für das ich ausgebildet wurde. Aber König Eddo wählte dich. Sehr viele Leute wollten diesen Hut. Pilar hat sich 17 Mal beworben. Pilar. Ich wurde wohl zur richtigen Zeit geboren. Ich hatte Glück. Glück? Aber weißt du noch, wie du die gestohlenen Schätze zurückgeholt hast? Oder wie du das unmögliche Rätsel gelöst hast? Oh, und diese riesige Bohnenstange erklommen hast? Was? War das Glück? Wohl kaum. Das interessiert jetzt nicht. Der Thron lässt mir kaum Zeit für Abenteuer. Ich will nur halb so gut sein wie König... Oh, König Eddo war nicht perfekt, kleiner Freund. Daventry war damals chaotisch. Oh, Alfie hat noch immer Narben am Rücken. Naja, wenn man so viel erreicht hat, vergeben einem die Leute meist die letzten Jahre. Komm schon, Gänselein. Ich bring dich in die Stadt. Das ist eine gute Idee. Was ist jetzt los? Oh, Trolle. Ganz viele Trolle. Der Baum ist schön gewachsen. Super. Keiner da? Ups. Oha. Schnell wieder zumachen, bevor die bösen Monster kommen. Addendum 48677. Sie hatten recht. Gwendolyn, bist du das? Ja. Komm rein, ich wollte dich nicht erschrecken. Opa, du sollst dich doch ausruhen. Du aber auch. Ich konnte nicht schlafen. Ich auch nicht. Ganz schön viele Geschenke für einen gebrochenen Arm.
Ja, nun, ich bin definitiv schon mal anmutiger gefallen. Tut mir leid, dass ich dein Fechtturnier verpasst habe. Samstag ist noch eins. Ich werde zusehen, selbst wenn Keil mich tragen muss. Hast du Angst vor dem Sturm, Liebes? Oder vor deiner Fantasie? Nein, ich habe vor gar nichts Angst. Aha, nun denn, ja, ja. Da keiner von uns schlafen kann, willst du eine Geschichte aus einer Zeit hören, in der ich definitiv auch Angst vor rein gar nichts hatte? Kommt ein Drache darin vor? Vielleicht. Es war ein ungemütlicher Abend, genau wie heute. Als Abenteurer wäre eine Koboldentführung ein Spaß gewesen. Aber als neuer König war es schlimm. Ja, super. Sind wir noch von den Eierköpfen entführt worden, oder was? Herrje. Wer oder was kommt da? Was ist mit dem kaputt? Mal ein schickes Go-Kart. Sollte ich das eben gewesen sein? Hm. Mein Hut! Was soll das? Ich möchte euren König sprechen. Nein. Ja, super. Ich konnte die Hand vor Augen nicht sehen und ich war auch nicht sicher, ob ich alles sehen wollte, was dort war. Ja, spitze. Was war das? Puff. Da ist ein Leuchte irgendwas. Oh, das war au, mein Aua. Oh, au, das saß. Ja, super. Ah, schon wieder lang. Aua. Au. Komm her jetzt. Du blödes Leuchtevieh. Was? Alles gut. Alles gut. Das war nicht gerade der Drache, oder? Oh, ein Glas. Hm. Das Glas aufgenommen, oder? Kann ich jetzt damit das Vieh fangen? Wo bin ich denn gerade? Da. Au, ah. Au, aua. So, warte mal. Hab dich. Haha. Ich nenne dich Newton. Das ist noch mehr. Okay, jetzt ist schön hell. Ich war schwach. Ich war erschöpft. Ich wollte nur schlafen. Ja, was sind das hier für eine Konstruktion? Hier ist eine Tür. Hm. Keine auf. Noch etwas mehr Kraft. Dann schaffe ich es. Mehr Kraft. Was haben wir hier? Ein Hebel. Ist das Haferbrei? Oh, das ist gut. Haferbrei ist toll. Ein Spiegel. Ich sah fürchterlich aus. Ja, spitze. Keine Muckis.
ihr den Hebel? Bin ich zu schwach für? Oh. Ich war zu geschwächt, um den Hebel zu betätigen. Das ist der Hebel für mein Bett, oder? Das sieht aus wie so ein Klappbett. Das ist hoffentlich kein Nachttopf. Wir können mal gucken, ob wir hier mit den Haferbrei, dann können wir was essen. Vielleicht bringt uns das wieder zu Kräften. Wie geht? Es ist matschig und kalt. Ach, jetzt stell dich mal nicht so an. So, können wir hier? Kannst du nicht aus dem Eimer... Na super. Ich fühlte mich sofort besser, doch lange nicht so stark wie sonst. So. Oh, ich krieg die Schraube auf. Plöpp. Beinahe. Etwas mehr Kraft, dann geht es. Okay, also noch mehr Haferbrei oder was? Wo sind jetzt der Eimer hin? Hallo Eimer? Ja, super. Endlich. Ah. Gute Nacht, Newton. Und gute Nacht, Sally. Gute Nacht, Finn. Nein, der hat die nicht alle benannt. Gute Nacht, Fuego. Süße Träume, Lolli. Oh, ist auch ein Schlafmittel. Ich weiß nicht, wie lange ich in diesem dunklen Raum festsaß. Doch eines Tages änderte sich alles. Kein Haferbrei mehr? Was machen die denn? Spinnenleben wischen oder was? Und tschüss. Die fürchterlichen Kobolde wollten, dass ich für sie arbeitete. Und ich musste gehorchen. Arbeit? Das ist noch schlimmer als Gefangenschaft. Diese Monster. Was denn jetzt? Muss Spinnenweben wegmachen oder was? Kann ich hier durchgucken? Wenn Herr von Schling gefangen war, hatte ich keine Chance. Ah, super. Mit dem Putzlappen. So. So, jetzt bin ich auf jeden Fall schon mal... was? Tschüss. Oh Mann. Wie der läuft jetzt? Schlurf, schlurf. Wieso ruckelt denn das jetzt wieder so, verdammt? Hab ich so nicht bestellt. Geht's hier raus? Nee. Da geht's raus. Wenn ich etwas mehr Kraft hätte, würde ich es schaffen. Blöd. Wenty? Graham, seid ihr das? Oh, sieh an. Unser Lieblingsspross ist zu einer königlichen Bohne gereift. Wir sind fertig für die Rettung, Freund. Ja, nicht. Im Moment bin ich nur ein Bote für Kobolde. Wie kommt ihr denn hierher? Kein Schimmer. Wir alle nicht. Ich erinnere mich noch, dass ich eine Gurken-Eiscremetorte für Bramble gemacht habe. Oh, hallo, Graham.
Ich würde ja aufstehen und euch begrüßen, aber ich bin zu müde. Ruh dich aus, Honigkuchen. Ich versuche leise zu sein. Graham, Bramble, es geht dir nicht gut. Ja, das sehe ich. Sie braucht unbedingt Medizin. Der Haferbrei hat geholfen, aber sie bringen uns nichts mehr. Ja, die Quelle ist wohl versiegt. Wunderbar. Einfach toll. Wollen Sie uns verhungern lassen, wenn ich die in die Finger kriege? Diese kleinen... Wenti! Oh, entschuldige, Butterblume. Schlaf du nur weiter. Es ist nur... Hier unten könnte ich glatt mein Mitgefühl verlieren, wisst ihr? Wenn ihr Medizin findet, bringt sie uns bitte. Mach es. Knochen haben vertragen. Ach, an diesen Knochen ist vorerst noch genug Liebe dran. Danke. Ich tue, was ich kann.